So wie angekündigt, kommen wir jetzt zu den fundamental wichtigen Grenzwertsätzen. Das wird jetzt noch mal ein bisschen anstrengend. Wenn wir die aber haben, dann verschwindet die gesamte Epsilontik und wir können Grenzwerte fast mühelos oder viel müheloser bestimmen. Also das müsst ihr jetzt noch durchhalten. Also ist Satz 4.2. Grundvoraussetzung ist, A und BN sind konvergente Folgen. Das ist ganz wichtig. Wenn eine von den Folgen keinen Grenzwert hat, also divergiert, dann gelten diese Aussagen nicht. Die Grenzwerte nenne ich klein a und klein b. Und ich behaupte, es gelten dann die folgenden drei Grenzwertsätze. Ich kann zu diesen beiden Folgen die Summenfolge bilden, indem ich einfach die Folgenglieder jeweils addiere. An plus bn, das ist wieder eine neue Folge. Ich schreibe nicht jedes Mal hier dieses n-Element n hin. Also auch da, das steht einfach für die Folgen. Diese Folge ist dann automatisch wieder konvergent und zwar gegen die Summe der Grenzwerte dieser beiden Folgen. Formal aufgeschrieben, der Limes dieser Folge ist das gleiche wie der Limes von an plus der Limes von bn. Ich darf sozusagen den Limes in die Summe reinziehen. Das ist ganz, ganz oft wichtig, dass man das weiß und es wird in der Analyse ständig verwendet, also dass man den Limes in die Summe reinziehen darf. Genauso für die Produktfolge, wenn ich die Folgenglieder mal nehme, kriege ich wieder eine neue Folge. Die ist automatisch wieder konvergent und ihr Grenzwert ist, das überrascht jetzt nicht, das Produkt der Grenzwerte der einzelnen Folgen. Das heißt, ich darf den Limes auch in ein Produkt reinziehen. Der Limes von an mal bn ist das gleiche wie Limes von an mal Limes von bn. Und im dritten Fall, da ist wichtig, der Grenzwert b darf nicht 0 sein. Denn wäre der 0, könnte das hier niemals gelten. Ja, ich kann dann nicht als Grenzwert a durch 0 bekommen. Wenn der aber nicht 0 ist, dann, das zeigen wir auch im Beweis, gibt es irgendeine natürliche Zahl groß n, sodass ab diesem groß n diese Folge hier definierbar ist. Man findet dann nämlich einen Index, sodass die bn selber auch schon ungleich 0 sind. Und dann kann ich das ja immer hinschreiben. Dann teile ich nicht durch 0. Und diese Folge, die gegebenenfalls erst ein bisschen später anfängt zu existieren, das ist ja aber egal für den Grenzwert. Die ersten 100 Trilliarden Glieder spielen überhaupt keine Rolle. Diese Quotientenfolge konvergiert dann gegen den Quotienten der Grenzwerte. Also ich darf den Limes auch in einen Bruch reinziehen, natürlich nur, wenn hier unten dabei nicht 0 rauskommt. Das ist alles, glaube ich, einsichtig und verständlich. Und wir werden das jetzt wirklich epsilontisch nochmal beweisen. Das wird einer der letzten strengen Epsilon-Beweise sein, die wir führen.